Hallo allerseits und willkommen zurück bei City Skylines. Neue Folge und auch neue Aufnahmesession für mich. Ich habe gerade eben mal das Spiel pausiert. Ihr seht es schon, ich habe einen neuen Stadtnamen. Danke nochmal an David, der hat es mir einfach mal in die Kommentare geschrieben. Er hatte Nineford und Uisberg geschrieben, ganz spontaner Einfall von ihm. Und Nineford hat mich irgendwie dann irgendwie sofort überzeugt. Deswegen heißt die Stadt nicht mehr 96 City, sondern Nineford. Frankfurt, 96, Nineford, so eben. Das habe ich also geändert. Wir sehen auch gerade nochmal, die Statistik hatten wir, glaube ich, noch gar nicht offen. Ja, wie viele Bevölkerung, wie viele Einwohner wir haben, das sehen wir ja sowieso immer. Dann wie viele Haushalte, also ziemlich viele freistehende Wohnungen und auch ziemlich viele Arbeitsplätze, die noch nicht vergeben sind. Wir sehen auch 45 Touristen die Woche, das ist ja noch gar nichts. Naja, wir haben ja gerade eben erstmal unsere Stadt aufgebaut. Für Touristen werden wir erst später sorgen, also jetzt nicht in kommenden 5 Folgen, schätze ich mal, aber das werden wir einfach mal sehen. Wir sehen auch die Verteilung der Leute. Die jungen Erwachsenen haben bei uns die Überhand, dann kommen die Erwachsenen. Ja, und so sieht man das. Ganz schön viele Rentner sehe ich gerade, aber das ist ja nichts Schlechtes. Dann sehen wir auch noch die durchschnittlichen, wie vorangeschritten die Gebäude schon sind. Das lese ich jetzt mal nicht alles vor. Sehen wir ja alles hier in der Übersicht und wir haben auch noch den durchschnittlichen Bodenrichtwert. Soweit, so gut und neue Aufnahmesession. Jetzt habe ich endlich mal ein paar Mods mehr installiert. Am Anfang hatte ich ja schon, habe ich euch auch gezeigt, All Areas Purchasable, genau, hatte ich drin. Also, dass ich alle 25 Felder statt bloß 9 kaufen kann. Das haben wir, dann gehe ich jetzt einfach mal weiter. Wir machen jetzt mal wieder etwas, wir bringen etwas Leben in die Stadt. Und wie gesagt, ein paar Mods. Also ich werde die mal kurz aufsagen und auch mal kurz was dazu erzählen, was die so bewirken. Und ich glaube einfach mal, ich werde am Ende der Folge nochmal die Übersicht bei, ja, welche Mods ich gerade aktiviert habe, einblenden. Und bestenfalls werde ich nochmal in der Videobeschreibung einen Link zu Steam hinzufügen. Also letzteres, na, halte ich mal auf die Waage, wenn ich mich gerade noch dran erinnere, wenn ich die Folge hier bearbeite. Aber da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und ich sag mal an, was ich so installiert habe. Einerseits, das betrifft das Industriegebiet, seht ihr es hier, zwischen den Gebäuden. Keine Verfärbung mehr, die Mod heißt No More Purple, also die lila Verschmutzungsanzeige, die wir haben, ist jetzt weg. In echt haben wir auch keine lila Verschmutzungsanzeige, das sieht einfach so besser aus. Und wenn wir einfach mal schauen wollen, wie es in der Stadt aussieht mit der Verschmutzung, können wir immer noch nachschauen. Und hier haben wir sowieso, Landwirtschaft, genau. Wenn wir auch mal hier hinschauen, da ist nichts mehr lila drumherum. Eine ganz kleine Mod, aber tut eben was in Sachen Optik. Die zweite Mod, die ich installiert habe, nennt sich Automatic Emptying. Was macht diese Mod? Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mülldeponie habe und die voll ist, dann entleert er die automatisch. Genauso ist das mit den Friedhöfen. Das ist keiner. Die kommen nicht auf den Müll. Das müsste einer sein. Genau. Genau das gleiche hier. Wenn der voll ist, dann wird er automatisch entleert und wir müssen nicht einfach in der Stadt nachschauen, ob gerade ein Symbol davon aufleuchtet. Etwas selbstständiger die ganzen Unternehmen hier in der Stadt. Und die dritte Mod nennt sich Automatic Bulldoze. Habe ich mal angesprochen. Wenn wir nämlich mal ein abgebranntes oder eben verlassenes Gebäude haben, dann nach ein paar Sekunden greift die Mod und reißt das Gebäude nieder. Die Gebäude werden zwar auch mit der Zeit wieder von alleine bewohnt, aber in der Zwischenzeit sehen die natürlich nicht schön aus und können auch noch eben eine gewisse Brandgefahr darstellen. Das war also Mod Nummer 3. Die nächste Mod nennt sich Autoline Color. Was macht diese Mod? Sie, da gehe ich mal kurz, wo habe ich denn die... Ah, genau hier, das Busdepot. Wir haben jetzt gerade bloß eine Linie, aber wenn wir mehrere Linien hätten, hier sehen wir es schon, die war ja glaube ich am Anfang gelb. Wenn wir mehrere Linien hätten und die sofort angelegt wird, dann macht das Spiel, nein, die Mod automatisch eine andere Farbe in diesem Farbspektrum. Ansonsten würden alle Linien die gleiche Farbe haben, dann würde die Übersicht flöten gehen und so haben wir das eben automatisch. Auch klein, aber fein und nützlich. Die nächste Mod, die ich installiert habe, die nennt sich Traffic Report Tool. Ihr habt vielleicht vorhin gesehen, als ich hier auf die Verschmutzungskarte gegangen bin. Was ist das denn für ein Symbol? Das ist genau diese Mod. Wir können jetzt zum Beispiel mal schauen, wo der meiste Verkehr ist.
Na, das hier unten. Ja, stimmt. Altbekannte Stelle. Dann können wir einfach mal drauf gehen. Diese Ansicht erstmal schließen. Und wir gehen dazu auf die Straße und wir sehen dann, welche Fahrzeuge hier fahren. Hier links auf der Seite 41 normale Fahrzeuge, dann eben sogar ein Öltransporter, okay. Drei Krankenwagen und wir können auch da schauen, wo die denn hinwollen. Ihr seht es ja, die gelben Punkte da, das zeigt an, wo die hinwollen natürlich, die wir gerade markiert haben. Moment, es überschneidet sich etwas, das ist nämlich das Problem. Moment. Da gehe ich mal ein Stück weiter raus. Hier auf die Fläche, genau. Nochmal drauf. So. Mal schauen, ob ich das jetzt gerade so zeigen kann, wie ich mir das vorstelle. Aber sollte soweit gehen, genau. Jetzt. Ja, ist deaktiviert, genau. Die Autos sehen wir noch, die Busse. Und wir sehen eben hier rot. Ja, die Busse können wir auch mal da lassen. Sie sind ja bloß drei an der Zahl. Wir sehen soweit, wo die langfahren. Und eben mit den Punkten, wo die hinwollen. Das ist ganz nützlich, denn ja, die gelben Punkte müssten ja die Busse sein, da sind einfach die Haltestellen. So können wir einfach erkennen, wo der Verkehr stockt, wo wir vielleicht eine Umgehungsstraße aufbauen müssen. Und ja, so können wir unseren Verkehr einfach mal vereinfachen. Jetzt rede ich schon 6 Minuten, aber ich schätze mal, das geht jetzt schneller, denn ich habe nur noch eine Mod, die ich ansagen möchte, abgesehen von verschiedenen Gebäuden. Das sind aber zu viele an der Zahl, deswegen werde ich die nicht ansagen. Die nächste Mod, die ich aber noch nicht installiert, schon installiert, aber nicht aktiviert habe, nennt sich No Despawn. Despawn, Respawn. Respawn kennt vielleicht jemand. Wenn die Gegner respawnen, dann erscheinen sie wieder. Und was heißt, ja, Spawn, da erscheinen die einfach. Und was heißt jetzt Despawn? Genau das Gegenteil, sie verschwinden wieder. Was kann es damit auf sich haben? Ja, ich kann einfach mal auf diese Verkehrsstelle gehen. Darum dreht er sich nämlich. Hier. Mal schauen, ob wir das gerade mal zeigen können. Normalerweise im Spiel, wenn die Fahrzeuge zu lange im Stau stecken. Ach, habt ihr das gesehen? Hier war gerade noch ein gelbes Fahrzeug, oder? Das müsste man gerade gesehen haben. Der Fuffi-Effekt hat diesmal gegriffen. Wenn die Fahrzeuge nämlich zu lange im Stau... Da haben wir es schon wieder gesehen. Wenn die nämlich zu lange im Stau stehen, dann werden die einfach an ihren Startpunkt zurückgesetzt. Ja, das soll das Verkehrsaufkommen etwas erleichtern, aber mit der Mod No Despawn können wir genau das deaktivieren und alle Fahrzeuge bleiben wirklich da. Ich habe die jetzt einfach noch nicht installiert, aktiviert gehabt, muss man natürlich unterscheiden, weil ich das eben euch gerade mal zeigen möchte und in der nächsten Folge, sofern ich eben daran denke, werde ich einfach mal diese Mod aktivieren und dann werden wir ein deutlich größeres Verkehrschaos haben. Aber das ist die Herausforderung und die nehme ich doch gerne an. Aber gut, wir haben in der letzten Folge ganz gut gearbeitet, alle Bedürfnisse soweit geklärt, deswegen konnte ich gerade auch die Folge besonders dafür nutzen, dass ich euch mal kurz sage, was ich so installiert habe und was die einzelnen Mods so bewirken. Gut, was wollen wir denn als nächstes machen? Wir haben ja in der letzten Folge hier die Forstwirtschaft aufgebaut. Genau, und auch noch diese schöne Straße hier angelegt. Unbewusst dann eben doch eine gute Möglichkeit, um den Verkehr hier anzubinden. Aber okay, also Industrie, die Nachfrage an Industriegebieten ist gerade gering. Gering. Wir könnten ja mal neue Gebiete erschließen, zumindest neue Straßen bauen. Hier oben zum Beispiel. Wir haben gerade keine Nachfrage, müssen uns auch eigentlich um gar nichts kümmern. Ich schaue einfach mal immer wieder zur Kontrolle nach. Aber das müsste soweit klar gehen. Friedhof. Ja, das passt soweit auch noch alles. Feuerwehr, ja, 22%. Hier hinten haben wir eine. Ja, die kommt da. Obwohl, ist alles grün. Schaut, alles grün. Hier hinten wird es zwar etwas eng, aber im Industriegebiet ist natürlich die Feuergefahr, die Brandgefahr etwas höher als anderswo. Aber hier ist soweit alles grün abgedeckt. Das sollte soweit passen. Eben die Gefahr durch vermehrtes Industriegebiet ist natürlich gegeben. Die Kriminalität liegt bei 6%, also auch voll in Ordnung. Ja, Grundschulen sind wir auch sehr gut versorgt. Die Oberschule auch und die Universität sowieso. Eine zweite Buslinie könnten wir eigentlich mal einrichten, aber wie gesagt, falls jetzt eben demnächst noch Wohngebietsnachfrage kommt, werde ich einfach schon mal vorsorglich hier etwas anlegen. Ja, Chirper habe ich soweit noch aktiviert. Ihr habt es mir noch nicht in die Kommentare geschrieben, weil die Folge, als ich gefragt habe, noch nicht raus ist. Ich habe einfach mal das automatische Öffnen deaktiviert, jetzt in Folge 16. Ja, 16 müsste das sein. Passt das einfach mal. Und ja, was ich hier eigentlich vorhabe, ah, das würde sogar genau passen. Super.
unbedacht dran gedacht. Ich möchte nämlich die ganzen Mülldeponien eher an der Autobahn platzieren, weil hier stören die am wenigsten, hier überlappen die sich sogar. Und hier auf der Autobahn ist es egal dann, ob sich die Anwohner beschweren, denn auf der Autobahn, da gibt es keine Anwohner. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass hier niemand unter der Brücke wohnt, oder? Wir schauen mal kurz nach. Nein, da ist natürlich niemand. Deswegen ist die Straße hier ziemlich günstig. Ja, hier wird es schon eng, aber hier ist auch gerade eben diese Auffahrt, Abfahrt. Aber das passt soweit. Dann werde ich schon mal vorsorglich... Ne, hier setze ich noch nichts hin, aber ich weiß schon mal, dass die dahin passen. Deswegen ist das schon mal ganz gut. Die Verbrennungsanlagen, die werde ich wohl auf diese Seite hier setzen. Das werden wir alles so an der Autobahn, ja, dranhalten. Dann sollte das soweit auch klappen. Vielleicht sollten wir auch hier drüben mal eine Verbindung machen. Allerdings ist das eher ungünstig, weil hier das Industriegebiet ist. Dann fahren die auch irgendwie kreuz und quer hier rüber. Das möchte ich eigentlich nicht. Nun gut, dann werden wir mal die Straße hier ausbauen. Das ist eine vierspurige Straße mit Bäumen in der Mitte. Hier können wir ja ruhig näher rangehen. Wir können auch hier mal wirklich parallel bauen. So schlimm wäre das jetzt auch nicht. Geldtechnisch sind wir auch gerade ganz gut beisammen. Einwohner könnte besser sein, aber naja. Etwas in die Länge gezogen. Ja, wie gehe ich hier weiter vor? Den Kreisverkehr habe ich ja manuell gebaut. Wir könnten jetzt in der Mitte irgendwas hinsetzen, denn normalerweise würde der große Kreisverkehr Autobahnen haben. Deswegen könnten wir hier nichts platzieren, aber daran habe ich soweit schon gedacht. Ich setze erst einmal vierspurige Straßen, weil dann muss ich die nicht weiter ausbauen. Das passt dann auch soweit. Dann werden wir hier mal so eine kleine Ecke machen. Ort ist bereits belegt, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, der Winkel ist einfach zu spitz für die Straße. Dann eher so. Ja, hier ist jetzt die Frage, was mache ich hier? Die Auffahrt, das habe ich soweit schon geklärt. Die Auffahrt hier drüben haben wir hier hingesetzt und die Abfahrt von der Autobahn in dieses Gebiet passt eben genau hierhin, von beiden Seiten natürlich, genau das gleiche auch hier drüben. Und deswegen könnten wir hier eigentlich zubauen, aber mit was? Mülldeponie könnte hier auch noch hin. Wir brauchen später, wenn wir wirklich so ein paar hunderttausend Einwohner haben, wirklich deutlich mehr Mülldeponien, weil wir müssen ja auch Fahrzeuge entsenden, die sich dann eben drum kümmern, dass der Müll auch wirklich von den Leuten abgeholt wird. Und ich habe festgestellt, ich habe hier meine eigene Stadt noch, die ich hier nicht aufnehme. Vor allen Dingen ganz nebenbei nochmal gesagt, das ist die Stadt, die ihr in dem Vorschauvideo zu City Skylines gesehen habt. So schön kann City Skylines sein, was ich hier vor der ersten Folge rausgehauen habe. Das war die Stadt, die ich so nebenbei noch habe und da probiere ich einfach mal immer wieder etwas. Dafür ist die einfach gedacht und da habe ich auch jetzt schon um die 40.000 Einwohner, allerdings deutlich mehr gespielt. Hier konnte ich eben schon deutlich mehr Erfahrungen einspielen lassen, deswegen klappt das hier auch alles soweit ganz gut. Ich glaube, wir haben eine Steigung. Ja, eine Steigung nicht unbedingt, aber ziemlich uneben. Genau deswegen sehen die Straßen auch hier etwas anders aus als vielleicht gewollt. Aber wie gesagt, hier im Let's Play bin ich schon etwas erfahrener, was das Ganze angeht und deswegen läuft das hier vielleicht etwas runder. Ja, und da habe ich auch festgestellt, die Mülldeponien, das ist so eine Frage, die haben eben 10 Wagen und 10 Wagen reichen nun wirklich nicht aus, um die ganze Stadt in eben auch mit dicht besiedelten Gebäuden mit Müllwagen zu versorgen. Und deswegen werden wir wohl mehrere bauen müssen. Das Budget anheben bringt auch nicht so wirklich was, denn wenn ich jetzt zum Beispiel das Budget auf 150% anhebe, dann hätten wir 15 Wagen und die machen den Speck nun auch nicht so wirklich fettig und deswegen... werde ich wohl einfach mehr Mülldeponien bauen und mal schauen, wie das Ganze dann so wirkt. Ja, hier wollte ich einfach mal rübergehen, um einfach hier nicht zu viele Kreuzungen am Kreisverkehr zu haben, was den Verkehr wieder etwas entlasten sollte. Hier drüben wollte ich dann eigentlich eher, ja, dicht besiedelteres Gebiet machen. Hier haben wir ganz normale Gebäude, alles noch leer, muss alles noch kommen, die dann eben zu Villen heranwachsen, wie wir es hier schon am Kreisverkehr gesehen haben. Diese hier habe ich ja mal direkt gezeigt. Genau, das war die. Und hier drüben, Manhattan, das sind eben schon die Hochhäuser. Und das möchte ich auch eigentlich hier drüben so ansetzen. Deswegen bin ich hier gerade etwas am Bauen, überlege mir nebenbei, wo ich etwas erzähle, wie ich sowas gestalten kann, damit es hier soweit alles auch günstig ist. Soll teilweise auch schön aussehen. Und eben auch funktionell sein.
Nun gut, wir müssen ja auch bedenken, wenn wir hier nicht so viele Straßen reinsetzen, was den Verkehr zwar entspannt, dann können wir aber nicht so viele, haben wir keine gute Anbindung für Feuerwehren, Polizei etc. Das muss natürlich auch noch bedacht werden. Und danach richtet sich einfach so die ganze Stadt, wie man sie aufbaut. Na, das setze ich mal nicht bis ran. Hier geht's bloß rein, aber nicht ran. Hier kann ich eigentlich mal eine kleinere Straße nehmen. Hätte ich hier eigentlich auch schon machen können, weil das ist ja bloß eine... Werde ich auch mal machen. Das... Obwohl, das setzt gerade ganz gut die Felder hier beisammen. Obwohl, hier drüben überlappt das schon wieder. Und hier auch. Deswegen werde ich die Straße einfach mal, auch wenn hier eher Upgrade steht, ja, verbessern. Werde ich die einfach mal verschlimmbessern. Genau, dann haben wir sogar mehr Effizienz hier. Das passt ja soweit und sieht auch etwas besser aus, wenn hier so eine Sackgasse ist, die dann eben bloß vier Spuren hat. Vier Spuren ist natürlich auch übertrieben. Ne, sogar die zweispurige. Okay, dann passt das soweit auch. Dann werde ich das auch hier drüben mal ansetzen. Wir haben gerade schon Möwen. Ist hier Wasser? Ja genau, hier ist das Wasser in der Nähe. Deswegen haben wir auch gerade eine Möwe gehört. Gut, hier werde ich keine Kreuzung machen, deswegen eher hier. Obwohl, das kleine Stück, da können wir vielleicht ein paar Bäume reinsetzen oder so. Das wäre jetzt nicht so ganz wichtig. Einwohner, die Nachfrage steigt etwas. Wir können nochmal drauf schauen. Hier seht ihr gerade, wie die Nachfrage ist und wie das Angebot steht. Und dann kann ich mich mal weiter hier um die Straßen kümmern. Die Folge nimmt auch schon langsam wieder das Ende entgegen. Also zeitlich gesehen, aber ich habe eben auch mal mehr erklärt, was ich soeben in der Pause getan habe. Und das muss meines Erachtens auch sein. So, das sieht soweit gut aus. Dann kann ich hier wieder eine kleinere Straße reinsetzen. Die kommt hier hin. Genau, dann können wir das Ganze mal wieder etwas abdecken. Besser abdecken, dass wir wirklich mehr Gebäude hier reinbauen können, um hier wirklich dann eher so eine Stadt zu haben. Ah, vielleicht hier rein wäre eigentlich ungünstig. Jetzt hier aber über die Straße drüber gehen, per Brücke, da bin ich schon zu nah dran. Nein, 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 ich werde mal ein Stück abreißen. So. Und dann direkt hier rüber, genau. Das hat doch auch was. Hier drüben geht's rein und hier wieder raus und hier kann sich dann eben was ansiedeln. Mal schauen, ob Wohngebiet oder ob das hier so eine Shoppingmeile wird. Werden wir einfach mal sehen. Hier sollen ja Mülldeponien hin und Müllverbrennungsanlagen. Deswegen kommt dann hier eher Gewerbegebiete hin, aber haben wir gerade noch gar keine Nachfrage. Das Geklacker nervt gerade, deswegen mache ich es mal weg. Und ja, sieht schon soweit ganz gut aus. Wenn Gebäude da stehen, sieht das noch besser aus. Und ich werde mal weiter planen. Hier eine große Kreuzung hin. Oder hier rüber? Nee. Hier kommen mal wieder vier Spuren hin. Genau. Aber das werde ich mal anders machen. Und zwar so. Na, will er nicht ganz. Dafür ist der Winkel hier einfach zu spitz. Dann eben anders. Genau so. Wir brauchen jetzt hier nicht eckig dran bauen, weil das Gebiet können wir später auch noch kaufen. Genau wie die restlichen Gebiete. Deswegen werde ich hier keinen geraden Knick hinmachen. Im Industriegebiet habe ich ja größtenteils in Kästchenform gebaut, was aber gar nicht so schlecht aussieht mit den Brücken, finde ich. Und hier in der Stadt möchte ich einfach mehr geschwungene Straßen haben. Das wirkt einfach natürlicher, sieht besser aus. Und so sieht dann eben das wirklich nach einer richtigen Stadt aus. Wie gesagt, die Mischung, das ist die Frage, die man hier einfach beantworten muss. Dann geht das Ganze, hier könnte ich mal einen größeren Bogen machen, vielleicht hier ran. Ja, das bietet sich eigentlich mal an. So. Genau, wie mache ich das jetzt hier? Will ich mal irgendeine Form hier reinbauen? Ich kann ja hier mal eine gerade Straße hin. Obwohl, hier noch eine Kreuzung? Nee. Dann habe ich hier mal was vor. So, genau. Hier eine Kreuzung, das passt wieder. Und dann... Kommen hier wieder kleinere Straßen hin, also eine kleinere, oder? Hier mal etwas eckiger bauen, wie gesagt, die Mischung eben. Genau, das sieht einfach gar nicht schlecht aus. Ich versuche mir gerade so ein Bild zu machen. Ja, ich möchte nicht immer das gleiche bauen, nicht immer hier so ringförmig. Geht gerade nicht zu zeigen, dass ich es so mache. Immer solche Kurven, weil das sieht dann auch irgendwie blöd aus. Deswegen einfach mal etwas probieren und das Ganze so herausfinden. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Was mache ich hier rein?
Hier bietet sich eigentlich wieder an, eine größere Straße zu haben. Das wird gerade mal so eine kleine Planungsfolge. Also die werde ich jetzt vielleicht etwas... Upsa, das war noch gerade. Jetzt wollte ich hier eigentlich geschwungen ansetzen. Ja, ihr seht das unten. Das bewirkt die Mod. Die wird dann einfach eben greifen, sobald eben ein Gebäude niedergebrannt ist oder eben verlassen wurde. Das wird dann einfach abgerissen. Dann nochmal die Ansage, die Anzeige, bevor ihr euch fragt, hä, was ist das da unten? Was soll das bewirkt das? Woher kommt das? Jetzt wisst ihr Bescheid. Hier habe ich eigentlich mal vor, wieder eine Brücke zu bauen. Deswegen. Hier kleine Kurve, genau. So, jetzt müssen wir das Ganze aber anheben. Dazu nehme ich einfach mal wieder das gerade Tool für die geraden Straßen. Wie sieht der Winkel aus? Sollte nicht zu steil sein. Genau, so passt das schon eher. Rüber und jetzt wieder runter. Winkel beachten. So, und dann können wir hier wieder eine kleine Kurve einbauen. So. Hier kommt da vielleicht auch mal ein größeres Gebäude hin oder ein Park. Deswegen lasse ich hier dann wirklich einfach nochmal Platz. Da kommt jetzt keine, oder vielleicht eine kleinere Straße zwischendurch. Ja, eine passt. Hier wäre da keine Kreuzung. Und da haben wir hier wieder eine ganz gute Anbindung. Weil das Stück, die Abdeckung, wenn wir hier ein Feuerwehrhaus hinsetzen, dann könnte das schon wieder blöd sein. Wir können es auch mal so machen. Hab wieder eine Idee. Wieder eine Brücke. Ja, das könnte schon eng werden. So, jetzt aber hoch. Ah, das geht soweit noch. Aber hier möchte ich wieder eine Kurve... Ah, nee, erstmal runter. Halt, das war schon richtig. Ah, eine Kurve bietet sich hier gar nicht mehr an. Obwohl, mal gucken, kleines Stück. Nee, sieht doof aus. So. Das Gefälle ist nicht zu stark, das passt dann auch wieder. Ja, gerade ohne Gebäude sieht das wirklich noch etwas trostlos aus. Aber das gibt sich, wie gesagt, dann, wenn wir hier wirklich Gebäude hinsetzen... Also ich bin schon soweit ganz schön zufrieden. Jetzt werden wir noch das Stück hier mal etwas ausbessern mit Straßen. Oder einer Straße? Nee, eine Straße wäre zu wenig, weil dann hätten wir wieder die Abdeckung zwecks Feuerwehr oder eben Krankenwagen nicht ganz günstig. Dann werde ich das mal so machen. Hier eine Viererkreuzung. Hier geht es gerade bergauf, oder? Ja, ganz leicht geht es hier bergauf. So, und das hier ransetzen, genau. Haben wir hier wieder eine größere Fläche. Hier kann ich vielleicht noch eine Straße hineinsetzen. Die geht dann eben nicht durch, die geht eben bloß hier rein. Genau, und ein paar kleinere Lücken. Ah, hier wäre vielleicht noch was angebracht. Also hier können wir nichts ansetzen, weil hier geht es ja gerade hoch. Hier eine Kreuzung. Ne, hier vielleicht, weil hier ist sowieso eine lange Gerade, deswegen können wir hier was ansetzen. Wie mache ich das genau? Ah, bin gerade am Überlegen. Ich mache es mal so. Jetzt kann ich hier nochmal... Ah, das sieht gut aus. Dann können wir die Fläche hier drin auch wirklich nutzen. Ist bloß die Frage, binde ich das jetzt nochmal hier an die Straße an? Weil das wäre wieder eine ziemlich lange Gasse, die hier einfach ins Nichts führt. Ja, ich binde die einfach mal hier mit an. Oder ich baue das jetzt hier einfach mal hier rüber, denn vielleicht wollen wir einfach nochmal dahin... Genau. Das mache ich noch für die Folge. Dann werden wir auch schon so langsam wieder zusehen, dass wir hier ein Ende haben. Die ist aber noch nicht angehoben, oder? Doch. Aber das Gefälle macht uns hier gerade zu schaffen. Ich werde die Folge jetzt einfach mal an dieser Stelle beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Werden noch ein paar Straßen setzen und dann sind wir einfach zurück beim richtigen Städtebauen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.